Auf jeden Fall, erstmal herzlich willkommen zum neuen Live-Let's Play von Transport Fever. Ich werde erstmal noch nichts sagen, das wird, ja, eigentlich mal eine neue Erfahrung wieder. Das ist die Erweiterung von, oder die, das neue, Train Fever. Es hat sich halt ein bisschen geändert, sind ein paar Sachen hinzugekommen, aber die werdet ihr alle im Laufe des Spiels sehen. Was wir machen, ist jetzt zum Beispiel mal, wir nehmen Europa. Also nicht wundern, Live-Let's Play, ich streame das auch nebenbei und werde es dann halt nachträglich hochladen. Wir werden eine große Karte mit Maßstab 1:3 spielen. Landschaftstyp Mittel, Startjahr 1850 und Schwierigkeit Mittel. Als Key, wer käme drauf, nehmen wir wie sonst auch immer, Danny zockt. Ja, so. Dass die Transport Fever Community ist immer noch gerade am Stream. Auch nicht schlecht. So. Genau, also das sind die Sachen, mit denen wir arbeiten. Es sind keine Mods ausgewählt, nichts, gar nichts. Das heißt, wir werden erstmal blank starten. Und wollen wir starten? Wir starten einfach mal. So, nicht wundern, für die Let's Play-Zuschauer, ich beantworte nebenbei ein paar Kommentare, die im Stream gestellt werden, aber nur einige. Unscharf kann es deswegen sein, weil auf YouTube und Twitch das eventuell nicht so, ja, hoch gestreamt wird, also nicht so hoch auflösend gezeigt wird. Also nicht wundern. So. Ist schon zu spät. Zu unscharf und zu klein. Was zu unscharf und zu klein? Der Text oder was? Ist wie ein Schlauch 1:3, also ist eher lang gezogen, damit wir auch mal eine längere Strecke machen können. Von daher ist das schon was. So. Garderol hat es als auf YouTube als Video. Ja, kann so. Ich habe heute noch gar nicht durchgeguckt. Ich war den ganzen Tag unterwegs, deswegen. Ein bisschen komisch. Heute auch ein bisschen anders. Von daher. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wann, wie das hier lädt. Ein altes Fahrzeug verursacht hohe Wartungskosten und sollte deshalb ersetzt werden. Entweder manuell oder mit der automatischen Fahrzeugersetzung auf der Linie. Ja, jetzt haben wir noch was gelernt. Kennen wir ja schon aus Maiden eigentlich. Aber so lernen wir doch nochmal was dazu. So, und sobald das Spiel geladen hat, tappe ich noch einmal kurz raus, weil ich nicht weiß. Das komplett abschalten. Von daher, aber es lädt noch. Mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. So. Das ist auch mal interessant, dass wir das heute spielen. Ich muss sagen, ich habe es eine halbe Stunde angezockt, um mal so ein paar die Grundlagen rauszukriegen. Ich weiß noch nicht alles. Vielleicht habt ihr da ja schon bei irgendjemandem was gesehen gehabt, was mir da weiterhilft. Deswegen erstmal schauen. So. Spiel lädt, ja. Okay, es ruckelt wie das andere auch. Landschaft ist okay. Ja. Es ist halt so ein bisschen ruckelig, wieder wie immer. Und jetzt hier das zu dem Schlauch, den ich meinte, mit dem 1:3. Die Karte ist viel, viel länger als breit. Also es ist echt genial. Und hier sehen wir jetzt einmal die kompletten Güterstrecken, die wir hier haben. Ich habe vor, hier so eine längere Strecke mal zu machen. Dass wir hier auch was haben. Und starten tun wir, glaube ich, erstmal außerhalb der Mitte. Also irgendwo, wo zwei Städte am besten am nächsten aneinander sind. Dass wir hier so wenig wie möglich erstmal an Kosten aufbauen. Natürlich nicht nur mit den Pfeiltasten kann man sich bewegen, sondern auch ganz normal mit der rechten Maustaste kann man hier alles schön bewegen und sowas. Von daher sind wir da auch gut dabei. Was ist das hier? Das ist die Holzproduktion, ne? Ja. Ui, also das heißt, hier ist eine Produktion. Nee. Bretter. Ach, da hinten werden Bretter produziert. Das heißt, von da aus geht es dahin.
Denn hier aus müssen wir Bretter und Kunststoff oder Bretter und Stahl machen. Was wird hier hinten produziert? Rohöl. Aha. Oh, nicht schlecht. So. Zack, zack. So, jetzt nicht wundern, ich werde jetzt kaum noch auf Kommentare erstmal eingehen, weil ich jetzt erstmal so ein paar Sachen des Spiels machen will und ein bisschen erklären möchte. Wir haben zum Beispiel in Transport Fever jetzt zwei Bahnhofstypen, einmal den Bahnhof und einmal den Kopfbahnhof. Wer sich wundert, Kopfbahnhof, ja, den kann man an eine Straße setzen, der hat dann hier hinten dieses Einzugsgebiet. Und ganz neu dazugekommen, auch das Einzugsgebiet, das heißt, wenn er jetzt hier irgendwie einen Bahnhof an der Straße haltet oder so, der sich irgendwie verbindet, seht ihr diesen weißen Kreis drum. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn der Bahnhof ein Einzugsgebiet hat, dass wir dann sehen, jo, das geht und wir haben dieses Gebiet abgedeckt. Was wir zusätzlich haben, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal auf die Höhenlinie achtet, vielleicht mögt die Let's Play-Zuschauer ja sehen, ich weiß nicht, sind die Höhenlinien hier zum Beispiel angezeigt, 100 Meter sind halt ganz dick, dann ein 50er Pass ist halt etwas dünner, das hier ist zum Beispiel eine 100er, das hier zwischen sind 10er Schritte, hier oben ist ein 50er Schritt und hier oben wieder ein 100er, damit man es jetzt so ein bisschen unterscheiden kann, wie hoch was ist und sowas. Und hier unten steht auch die Höhe des Cursors, also nicht wundern, es gibt jetzt auch eine Höhenanzeige, wo sich der Cursor befindet, Entschuldigung. So, jetzt wählen wir hier mal aus und gucken mal, was das hier kostet. Wir haben insgesamt 2 Millionen. Wir haben jetzt einen Investitionsbedarf von 122.000. Wir müssen das mal so platzieren, dass wir die nachträglich auch noch erweitern können. In die Richtung, die wir wollen. Das heißt, ich mache den erstmal statt dezentral. Das fragt ihr euch, wieso? Weil ich gesehen hatte, dass die Höhenlinien nicht so ganz passen und deswegen verschiebe ich den doch mal lieber so ein bisschen. So, ihr seht es jetzt aber, diese weißen Wege sind die Anbindungswege, die wir dazu haben. Also, da sehen wir zum Beispiel, hey, cool, wir kommen jetzt bis hier hoch und da endet nämlich dieser weiße Weg. Das ist ganz schön interessant eigentlich, wenn man das sich mal vor Augen hält. Wir haben auch wieder normale Standardschleifen dabei. Wir haben auch eine neue dabei, das heißt jetzt zum Beispiel, ah ne, die ist jetzt noch gar nicht verfügbar, schätzungsweise. Wir haben auf jeden Fall noch eine neue dazu gekriegt, eine, ich weiß nicht, ob viele den Trailer geschaut haben oder nicht. Da gibt es nämlich eine neue Schleife zusätzlich, die seitdem, ja, dann mit eingefügt wird. Krümmung zu groß, was? Also ich muss wahrscheinlich einen Ton rausdrehen. Ja. So. Das heißt, wir setzen hier erstmal die Station noch nebenbei hin. Erste Bushaltestelle. So. Wir müssen jetzt darauf achten. Ich habe noch 1,8 Millionen über. Was hatten wir hier drunter? Genau, hier können wir die Straße jetzt nachträglich modifizieren. Ne, auch so teilweise eine ganze Ecke. Je nachdem, wie weit wir hier mit unserem Cursor gehen. Können wir auch eine ganze Strecke markieren. Die wir, oder einen Straßenteil. Nicht nur diese Straßenabschnitte, sondern hier so einen kompletten Pfad. Wenn ich dann hier drauf gehe, seht das wieder, dass wir da ein bisschen mehr haben als normal. Das will ich jetzt aber noch gar nicht. Ich will jetzt hier erstmal nur eine Bushaltestelle hinzufügen. Ihr seht auch hier das Prinzip wieder mit den weißen Kreisen drumherum. Das heißt, genau in diesem Gebiet haben wir ein Einzugsgebiet, dass die Leute hier auch lang oder dass sie da auch mitwollen. Aber das war das hier. Landnutzung, genau. Hier sehen wir nochmal den Landnutzungstypen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ziemlich zentral hier durch. Was wir machen, ist einmal hier aufteilen. Weil ich verbinde dann einfach gleich die Straße hier unten mit der da oben. Dass wir da eine Verbindung haben. Und damit wir dann hier auch sehen, jo, passt. Und es wird jetzt angezeigt, welche Gebäude entfernt werden müssen und wie viel das kostet. Das heißt, ihr könnt Kosten sparen oder ihr sagt halt, oh, wir müssen abreißen. Müsst halt immer darauf achten. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Feature, dass es jetzt auch automatisch beim Bau Sachen abreißt. Es kann aber auch sein, dass manche Sachen zum Beispiel gar nicht angezeigt werden, wenn ihr zum Beispiel eine längere Strecke oder sowas habt und dann irgendwas seht, oh ja, reißen wir ab und oh, das ist ja weg und dabei wolltet ihr das irgendwie aufheben oder sowas. Also muss man so ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. So, es gibt neue Depots vom Aussehen
Und diese allgemeine Technik zum Anbinden ist anders geworden. Das heißt, ihr habt zum Beispiel gar nicht mehr das so, dass die Gebäude direkt an der Straße gebaut werden müssen. Die können halt auch ein bisschen abseits gebaut werden. Sie verbinden sich halt immer automatisch mittlerweile. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier habe, ist nichts. Und wenn ich dann rangehe, verbindet sich's mit einem Zeitpunkt. Ist ziemlich witzig. So. Das ist schon mal eine Sache. Das haben wir, das haben wir. Wir haben noch 1,7 Millionen. Hier oben ist die nächste Stadt. Hier sehen wir eigentlich, das ist, glaube ich, eher so eine Industriestadt, ne? Naja, geht so. Das ist was anderes. Achso, ich muss vorweg sagen, ich habe noch ein bisschen rumgespielt in der Lua. Dass wir zum Beispiel mehr Produktion haben in einigen Gebieten. Also dort bitte nicht wundern, wenn wir irgendeine Fabrik haben, die standardmäßig weniger produziert. Ich habe einfach das Ganze ein bisschen hochgeschraubt, damit einige Teile halt, zum Beispiel unsere Güterlinien, man siehe Season 8, besser genutzt werden, dass wir auch mehr von oder für eine Stadt bereitstellen können. Deswegen habe ich da so ein bisschen rumgebastelt. Aber es war auch nicht so viel. Also ich habe, glaube ich, erhöht auf 2000 Güterproduktion von ehemals, das waren, glaube ich, 400 wie normal. Also ist nicht so viel. Beim Straßenbau hat sich so ein bisschen was geändert, genau wie beim Schienenbau. Ihr habt es eben schon gesehen gehabt, als wir die Straße verbunden haben. Das ist ein Teil. Man kann jetzt zum Beispiel durchgehen und der zieht automatisch nach. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Straße haben wollt, die dann irgendwo Besonderes hingeht, müsst ihr nicht unbedingt in Einzelteilen bauen, sondern ihr könnt halt durchziehen und das dann zum Beispiel zu einem anderen Punkt gehen lassen, sodass man halt auch teilweise eine bessere Kurvenlage oder sowas kriegt, also von den Kreuzungen und sowas. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Ja, deswegen aufgepasst beim Bau. So, das könnten wir eigentlich fast sogar durchbauen in eins. So, wie das mit dem gerade Bauen funktioniert, habe ich noch nicht ganz rausgekriegt. Weil irgendwie ist dieses Raster nicht mehr da, was wir in Train Fever hatten, womit wir das halt machen konnten. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen gerade. Vielleicht wird das ja noch nachgebaut oder nachimplementiert, dass wir das dann hier nutzen können. So. Dann machen wir das hier. Bau nicht möglich. Achso, und man muss jetzt immer am Rand der Strecke anfangen. Also man kann nicht mehr sagen, dass wir zum Beispiel hier anfangen möchten, dann sagt er nämlich Bau nicht möglich, sondern wir müssen jetzt exakt am Ende beginnen, damit es halt was Passendes wird, ne? Ist ein bisschen anders. Und wir können hier direkt an der Straße lang bauen, für die Leute, die es interessiert. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier genau neben der Straße parallel die Strecke bauen. Wenn wir das wollten. Also, ne, nur im extremsten Fall. Die Info einfach mal, dass wir da auch direkt an der Straße bauen können. Ist ziemlich witzig, muss ich sagen. Von daher, ist es auch mal was anderes. Genau, also das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel ein bisschen was anders machen. Das heißt, wir können, glaube ich, okay, diese Sachen sind immer noch drin als Bug, Anführungszeichen. Man kann jetzt zum Beispiel, das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht zeigen, man kann jetzt hier irgendwie Kreuzungen schon ziemlich dicht aneinander legen, beziehungsweise auch kurz vor der Straße oder sowas. Das müssen wir hier, glaube ich, nochmal ausbessern im Laufe des Spiels. Was wir gleich machen, ist erstmal dieses zweispurig bauen. Da hat sich nicht so viel geändert. Ganz normal wieder am Ende packen und dann rüberziehen mit dem X. Dann haben wir das. Und hier natürlich dann dasselbe. Es kann aber sein, muss man ganz ehrlich sagen, dass teilweise dann irgendwelche, ja, Bugs auftreten, wenn er zum Beispiel irgendeine Strecke übereinander legt oder sowas. Dass dann auf einmal, hups, da passt das ja gar nicht so ganz, weil irgendwas anders ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und teilweise auch noch hier dieses Bauen. Eine Seite sagt Steigung zu steil, die andere sagt, baust du einfach genau gleich und die sieht genau exakt gleich aus. Also, vor allem, es geht dann, ohne Probleme, ne? Das ist so ein bisschen, bisschen strange, finde ich. Ne? Genau, Signale gibt es auch eine neue Kategorie, direkt bei den Schienen.
Das ist auch ein bisschen anders jetzt vom Aufbau hier und sowas. Da verstehe ich das noch nicht. Wie das Ganze funktioniert. Also das ist ein bisschen strange. Auf jeden Fall machen wir erstmal an die Seiten wieder Signale ran. So wie eigentlich Standard bei uns auch. Und dann schauen wir uns das Ganze hier einfach mal an, wie wir gleich den ersten Zug hier haben. Wir haben noch über 1,1 Millionen haben wir noch. Das heißt, wir hätten noch so ein bisschen Spielraum im Notfall. Okay, hier oben geht es. Ich glaube, ich habe einfach nur zu dicht an der am Bahnhof gebaut. Vielleicht sollten wir als erstes die die Strecken bauen. Achso, was auch cool ist, ihr müsst nicht mehr die komplette Schiene ab, also die komplette Weiche abreißen. Ihr könnt nur noch dieses Innenleben abreißen und dann einfach neu bauen. Das ist auch ein ziemlich cooles Feature jetzt, muss ich sagen. Nur manchmal verstehe ich manche Schritte noch nicht so ganz. Von daher bitte ein bisschen Verständnis dafür, dass manchmal noch nicht alles irgendwie so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Hä? Wie geht das denn? Okay, wir haben hier zum Beispiel ein cooles Feature oder eine coole Sache gesehen. Normalerweise könnte man das so machen, wenn keine Kollision vorhanden wäre. Hust. Da, dann machen wir das halt ein Tucken langsamer. So. Genau. Und auch cool, am Ende der Strecke kommt jetzt immer ein Prellbock. Die Leute, die sich fragen, kam das vorher nicht? Nein, das kam nicht. So. Es gibt neue Depots, auch ziemlich nice gemacht, finde ich. Da können wir jetzt zum Beispiel hier sagen, ich wollte gerade sagen, ist das irgendwie nicht so ganz verbunden, aber ist verbunden. Können wir zum Beispiel sagen, wir machen jetzt, können den ja mal hier dran setzen, also auf die Höhe. Dann sehen wir, oh ja, funktioniert. Dann könnten wir hier sagen, YOLO, wir gehen hier in 1 rüber. Ist zwar unnötig, ja, aber solche Funktionen haben wir zum Beispiel für Sandbox später und sowas. Dass wir dann da halt in einen Schritt ausbauen können. Züge und sowas sind ja noch ungefähr gleich vom Aufbau. Da sollte man also nicht so besonders viel verlieren an Blick. Genau, hier können wir dann auch verschiedene Konfigurationen mitnehmen. Wir brauchen jetzt aber erstmal nur Passagierzug. Neue Linie. Dann nehmen wir das hier einfach gleich hin. Erste Linie, jawohl. Z01. Nehmen wir es einfach wie im alten. Dann haben wir das auch. Linieneditor hat sich auch ein bisschen geändert. Das heißt, wir finden das jetzt alles ein bisschen unterschiedlich. Dieses Seitenmenü, was wir vorher hatten, gibt es gar nicht mehr. Das wurde alles unten in die Leiste reingelegt. Ich finde auch mal was ganz Nettes. Da hat man immer unten mindestens alles im Blick. Und ja, hat dafür dann halt unten ein bisschen mehr, hat halt unten eine Leiste nach dem Motto, jo, das sehen wir, das brauchen wir. Wie haben wir den Busse genannt? S, ne? S01. So, genau, Straße hatten wir hier hinten ja schon was. Postkutsche, okay, da können wir ein paar mehr kaufen. So, der erste Dampflok angekommen. Wir können auch die Fahrzeuge alle färben, falls nötig, ne? Das heißt also, wir können eine Farbe extra hinzufügen, wir können keine, also wir brauchen keine Farbe unbedingt. Wir können aber, das ist auch was ganz Interessantes. Vielleicht auch mal was für die, die dann halt selber ihre Fahrzeuge designen wollen. Können wir Fahrzeuge einzeln zur Linie kolorieren. Und hier seht ihr zum Beispiel nochmal, dass die Gebäude entfernt werden sollten. Wir das aber nicht machen wollen, deswegen... Das ist auch was anderes. Was haben wir noch? Wir brauchen noch mal eine Straße, das heißt Bus. Es ist alles ein bisschen komfortabler geworden, habe ich sogar das Gefühl, seit dem Umbau. So, das heißt, hier fahren wir dann lang, da fahren wir lang, dort. Wo fahren wir jetzt lang? Ja, fahren dann hier zum Beispiel durch, fahren dann dort lang, können dann hier außen rum. Nehmen wir ja eigentlich trotzdem alles noch mit. Ist halt eventuell ein bisschen verschoben. Können wir die hier eigentlich noch gruppieren? Nee, das, wir können die nicht mehr gruppieren. Bulldozer, sorry, liebe Straße. So.
dann haben wir das auch auf jeden Fall.